Dann können wir ja hier mal Projekt Aegis Teil 1 starten. Ich muss eine Sache erledigen und habe großes Vertrauen in deine Talente. Hier in South Alido gibt es nicht mehr viele Leute, aber wir alle wollen, dass es wieder so wird wie früher. Das bedeutet, dass die Raiders verschwinden müssen. Dem können wir ein ganzes Stück näher kommen, wenn wir eine Straßenverteidigung haben. Du musst die Geschütze wieder einsatzbereit machen. Dafür gibt es eine Modbox und 1000 XP. Du musst das Gerät aktivieren. Yay, ich muss mein Gerät aktivieren. Ich habe die Geräte auf der Karte markiert. Ah, da hinten. Das eine ist ja direkt um die Ecke. Das sind ja hier 70 Meter, da können wir zu Fuß hinlaufen. Was ist denn hier los? Ah, Raider abschießen macht Spaß. Die sind wenigstens sofort tot und haben kein Schild. Ach, fuck. Ach, verdammt. Na, Blitzer. Bist du nicht eins von den Rentieren von Santa Claus? Macht schon ein bisschen mehr Schaden jetzt, oder? Alter! Weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir. Schon wieder keine Munition für das Ding. So. Die sind echt exakte Schützen. Muss ich schon sagen. Die treffen echt gut. So. Das war der erste Posten. Boah, nur noch 5 Schuss. Ich muss hier mal eben kurz... Hier oben müsste doch eigentlich eine Munitionskiste sein. Oder ist das nur der Respawn-Punkt? Ah ja, da, Munitionskiste. So, kurz mal Munition auffüllen. Meine kleinen Freunde. Ja, meine kleinen Freunde. Verdammt, ich bin noch nicht nah genug dran. Doch, da kann ich einen sehen. Komm schon. So. Ah, da sind noch mehr. Nur ich kann sie leider nicht sehen. Ah ja, der Raketenwerfer-Typi wieder. Die hält keiner irgendwas frei. Ehrlich jetzt. Hack gegen den Rücken frei. Deine Kollegen habe ich alle schon abgeknallt. Okay. Warum sammelt die keine Munition mehr ein? Ah, jetzt. Leckt ein bisschen wahrscheinlich. Na gut, dann geht's jetzt zum nächsten Kontrollpunkt. Och nö. Nein. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ihr könnt mich mal. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja. Boah.
Das war keine so gute Idee. Komm schon, hoch hier. Komm schon. Na. Oh Gott. Wo kommen denn die scheiß Hellbugs her? Und wo kommt der denn her? Kritischer Abschuss, 11.000 Schaden, nicht schlecht. Nein, keine Munition mehr. Boah. Alter, lauft ruhig weg, ihr kleinen Spackos da unten. Zap. Ah, endlich Munition. Wer hätte es gedacht, dass das doch so ein bisschen aufwendiger wird hier? Radius irgendwas Mod. So. Ich könnte natürlich auch mit dem Auto fahren, aber... Doch, ich fahre mit dem Auto. Uah. Alter, was ist hier denn los? Guckt euch den Scheiß mal an! Alter! What the fuck? Alter! Ich bereue nicht, dich beauftragt zu haben. Das What merke the ich mir fuck ist hier los? Komm schon! Geh hier hoch, Mädel! Nein! Hoch da! Nein! Fuck! Alter! Alter! Lauf! Lauf! Dumme Bitch! Lauf! Ah, Alter, was geht denn da unten ab? Und mir folgen irgendwie hunderte von den Viechern. Kommt, über den Zaun kommt ihr nicht. Ha, wir gut. Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslassen. Boah. Alter, was ist denn hier los? Boah. Also hier oben ist Action und hier unten... Wow, fuck! Hier unten ist heftigste Raider-Action. Ich wollte hier oben stehen bleiben, Leute. Und mir das angucken. Verpiss dich. Alter. Du dämlicher Flachwichser. Ich wollte mir angucken, wie da der Hellbug-Monarch gegen den, Mutanten da kämpft.
Das ist nämlich ganz lustig. Und vor allen Dingen, wie die kleinen Raider da versuchen, den Mutanten zu helfen. Hihihihihi. Guck mal hier, Pam. Kapam. Vor allen Dingen, die verlieren kaum Energie, wenn die gegeneinander kämpfen. Das ist irgendwie schon ein bisschen... So, mal spaßeshalber einen abknallen. Ich weiß nicht, wenn ich da drauf schieße... Was war das gerade? Du Spacko! Ehrlich jetzt. Da schleicht sich da so ein Flachwichser an. Habt ihr das gesehen? Ehrlich jetzt. Schleicht er sich da an, während ich mir hier den wunderbaren Fight angucke? Das ist ja besser als bei Sky. Ich bin hier quasi in der ersten Reihe. Ich muss kein Pay-TV zahlen. Ich muss kein HD-TV aufhängen. Ich kann hier einfach zugucken, wie die beiden Liebe machen. Vor allen Dingen frage ich mich, was da hinten so los ist. Die sind ja auch noch Raider und so. Der Raketentyp zum Beispiel. Na komm, ich helfe euch ein bisschen. Ah, shit. Na, okay. Kommt der Typ doch mal eben vorbei. Zack, schnetzelt einfach alles und weg ist er. Tja, so einfach kann das gehen. Oh, hier ist eine Nebenmission. Hey! Da wir die andere Nebenmission nicht abgeben mussten, sondern einfach nur irgendwelche Geschütze aktivieren, können wir die in diese Nebenmission hier einfach starten. Sausalito in Flammen. Es gibt Ärger, der jemanden mit einem Talent im Umgang mit Waffen erfordert. Ein Rudel Raiders hat sich neben der Straße versteckt. Dreiste kleine Bastarde. Lust auf eine nette Kleinwildjagd? Natürlich. Ich weiß, wohin wir müssen. Los! So. Die Richtung, 400 Meter. Auf die Tube drücken. So, dann mal los. Ist ein bisschen weit weg, aber da fahren wir kurz mal hin. Wobei, nein, hier ist kein Schildding. Ups, habe ich den Typen überfahren. Was ist da drüben los? Ziele lokalisiert. Los, erledigen wir sie. Okay. Gib mir Deckung. Ah! Was soll das denn da oben, du Feigling? Hey, lass mich mal kurz nachladen. Weitere Raiders im Anmarsch. Kommt man hier hinten eigentlich hoch auf den Turm? Natürlich nicht, aber trotzdem. Oh Gott. Bäh.